Hallo Kinder, diesmal von zu Hause. Versuch habe ich im Physiksaal schon gedreht. Unser nächstes Kapitel, das an die Radioaktivität anschließt, beschäftigt sich mit elektromagnetischen Wellen. Elektromagnetische Wellen, ein breites Spektrum. Wir haben elektromagnetische Wellen bei der Atomenergie durchgemacht. Die Gammastrahlen sind elektromagnetische Wellen. Wer sich die Buchseiten durchgelesen hat, die Alpha-Strahlen sind Heliumteilchen und die Gamma-Strahlen sind elektromagnetische Wellen. Diese Wellen umgeben uns. Wir haben als Menschen für diese elektromagnetischen Wellen nur für ganz bestimmte Sinnesorgane. Die Wellen, die wir sehen können, ist das sichtbare Licht. Das heißt, unsere Augen schaffen es, eine Art von diesen Wellen wahrzunehmen. Da kennen wir, oder da kommen wir in der Optik noch dazu, die einzelnen Farben, die Sie alle schon mal gesehen haben, wenn es einen Regenbogen gibt. Und dann gibt es eben zum Beispiel auch Lichtteile, die nicht mehr sichtbar sind. Ihr kennt es vielleicht das UV-Licht, jeder von euch schon gehört, ultraviolette Strahlung, diese Schwarzlampen, wenn man tanzt und weißes T-Shirt anhat, dann sieht man nur das weiße T-Shirt. Und wir kennen die UV-Strahlung auch als die Strahlung, die von der Sonne kommt, gegen die wir uns schützen, indem wir Sonnencreme verwenden. Das ist die Strahlung, die vor der sichtbaren violetten Strahlung ist. Und umgekehrt haben wir nach Rot die Infrarotstrahlung. Infrarot ist auch ein Begriff, den Sie schon gehört habt. Manche waren vielleicht schon in einer Infrarotkabine, eine Wellness-Einrichtung, wo diese Wärmestrahlen auf den Körper treffen und ein angenehmes, warmes Gefühl erzeugen. Und Infrarot wird auch bei unseren Fernbedienungen eingesetzt. Das heißt, wenn du einen Fernseher aufdrehst, dann sendest du von der Fernbedienung eine elektromagnetische Welle, die nicht mehr sichtbar ist. Du siehst keinen Lichtstrahl, der zum Fernseher geht. Und diese elektromagnetische Welle wird vom Fernseher empfangen und dort bewirkt sie etwas. Der Fernseher wird lauter, du stellst die Helligkeit ein oder irgendetwas anderes oder du drehst auf und drehst ab. Diese Infrarotstrahlung zum Beispiel geht nicht gut durch Wände durch. Du musst auch relativ gut Kontakt mit dem Gerät haben. Sie wird zwar an der Wand reflektiert, aber du kannst nicht über 3-4 Zimmern hindurch den Fernseher aufdrehen. Das schafft die Infrarotstrahlung nicht. All diese elektromagnetischen Wellen breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. Lichtgeschwindigkeit, sollte man auch wissen, hat eine Geschwindigkeit von 300.000 Kilometer pro Sekunde und wird mit klein c abgekürzt. Ich zeige euch einmal das, was ihr als Kopie dann bekommt. Diese verschiedenen elektromagnetischen Wellen gibt es hier unten, so eine große Grafik. Und ganz unten sehen wir so Wellen eingezeichnet. Das erhaltet ihr in der Schule als Kopie von mir. Das heißt, die Wellen, die wir kennen, unterscheiden sich durch zwei Dinge. Eine elektromagnetische Welle breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit aus und die elektromagnetische Welle kann eben viele Schwingungen haben oder kann sehr wenige Schwingungen haben. Diese Wellen haben wir schon kennengelernt bei der Akustik. Und da hat es eine Einheit schon gegeben, die wir jetzt wieder brauchen, ist die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde. Bei der Akustik habe ich die Stimmgabel angeschlagen und die hat geschwungen und die hat genau 440 Mal beim Grundton A geschwungen. Akustik sind aber keine elektromagnetische Wellen, sondern das sind Schallwellen. Da drückt sich die Luft zusammen oder sie verdünnt sich wieder. Das heißt Luftverdichtungen, Luftverdünnungen. Elektromagnetische Wellen ist was anderes. Elektrische magnetische Wellen kann der Mensch selber herstellen. Das heißt, wir senden Radiosignale, es gibt von Sender, das Radiosignal kann empfangen werden. Wenn du mit deinem Handy arbeitest, arbeitest du mit elektromagnetischen Wellen. Das heißt, von deinem Handy geht ein Signal zu einer Senderanlage und von dort wird es weiter transportiert. Das heißt, da brauchen wir diese künstlichen elektromagnetischen Wellen, die wir Menschen erzeugen können. Was diese elektromagnetischen Wellen mit uns und unserer Gesundheit machen,
Das ist ein Forschungsgebiet. Die Sonne mit dem sichtbaren Licht gibt es schon immer. Bei der UV-Strahlung wissen wir, wenn wir zu viel davon abbekommen, dann kann es gefährlich Krebs auslösen. Bei der Gammastrahlung von der Radioaktivität wissen wir, dass diese Gammastrahlung schon immer als natürliche Radioaktivität auch vorhanden war. Aber wir in einem Zeitalter leben, wo diese Strahlung mehr wird, durch Atombombenversuche, durch Defekte in radioaktiven Betrieben, in Atomkraftwerken. Und natürlich, was die Hindestrahlen mit uns machen, weiß man nicht genau von der Untersuchung. Da habt ihr vielleicht schon gehört, dass jetzt ein neuer Handystandard eingeführt werden wird, wieder zur Übertragung von Daten oder schon in der Einführungsphase ist, das 5G. Verschwörungstheoretiker glauben wieder, dass 5G ist verantwortlich für die Pandemie, die wir jetzt gerade haben, dass dieser Virus uns quält, oder für andere Sachen verantwortlich, für eine Häufung von Krebs oder ähnliches. Wir nutzen diese Wellen relativ kurz erst und Forschungen gehen in beide Richtungen. Viele meinen, es ist komplett ungefährlich, manche meinen, es könnte auch bedenklich sein. Es gibt Grenzwerte. Und beim Handy wissen wir alle, man sollte gewisse Vorsichtsmaßnahmen treffen und nicht das Handy auftritt unterm Kopfpolster legen. Man sollte nicht neben WLAN direkt sein oder das WLAN vielleicht sogar in der Nacht abdrehen, dass man da ein bisschen Strahlung vermindern kann. Eine elektromagnetische Welle rechne ich euch jetzt noch an meiner kleinen Tafel hier vor, damit ihr auch seht, wie man das berechnen kann. Diese Wellen haben eben eine bestimmte Wellenlänge und eine Frequenz. Das heißt, wie oft schwingt diese Welle. Und eine bekannte Welle, die wir kennen, ist die Radiowelle. Nehmen wir Ö3 her, dann hören wir Ö3, eine UKW-Welle. Das steht für Ultrakurzwelle. Und Ö3 hat 99,9 Megahertz als Einheit. Und wenn wir das berechnen wollen, wie lang diese Welle ist, dann gibt es eine Formel dafür. Wir haben C ist Lambda mal F. Ich schreibe euch diese Formel dann eher aufs Arbeitsblatt auch. C ist die Lichtgeschwindigkeit. Lambda ist die Wellenlänge. Und F ist die Frequenz, das heißt, wie oft schwingt die Welle. Wie gesagt, das einmal anschauen, das versteht das am Zettel ein bisschen besser. Die Lichtgeschwindigkeit ist 300.000 Kilometer pro Sekunde. Die Wellenlänge suchen wir uns und die Frequenz ist 99,9 MHz, MHZ. Bringen wir es auf die Grundeinheiten, dann ist das 300 Millionen Meter pro Sekunde. Grundeinheit ist Meter mal Lambda. Und die Grundeinheit vom Megahertz ist Hertz. Mega ist eine Million. Das heißt, wir müssen das Komma um 6 Stellen verschieben. Dann mal, Entschuldigung. Und wenn ich Lambda jetzt berechne, kennen wir aus der Mathematik, muss ich diesen Wert durch diesen Wert dividieren. Dann habe ich Lambda alleine stehen. Und wenn ich das Lambda, schreibe ich euch auf, wie man das schreibt, jetzt durchrechne, dann geht das ziemlich genau. Wenn wir die Nullen wegstreichen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 streichen wir mal weg. 1, 2, 3, 4, 5. Nehmen wir die Stelle auch noch weg. Dann haben wir 300 durch 99. Und das geht ziemlich genau dreimal. Das heißt, meine Ö3-Welle kommt mit einer Frequenz von 3 Metern daher. Das heißt, einen Bogen von 3 Meter schwingt diese Welle. In der Sekunde kommen 99,9
1,9 Millionen von diesen Wellen vorbei. Eine Riesenanzahl. Die Antenne hat den Auftrag, diese Wellen gut zu erwischen. Deshalb muss man manchmal eine Antenne ausrichten, damit es auch genau die Frequenz erwischt. Andere Wellen haben andere Wellenlängen und aus einer anderen Wellenlänge ergibt sich auch eine andere Frequenz. Das heißt, wird die Wellenlänge kürzer, dann wird die Frequenz größer. Wird die Wellenlänge größer, dann muss die Frequenz kleiner werden, weil als Produkt immer die Lichtgeschwindigkeit herauskommen soll. Okay, soweit mal zur Theorie. Ihr bekommt ein Arbeitsblatt und ihr bekommt dazu ein paar Videos, wo ich in der Mikrowelle versucht habe, ein paar Sachen zu machen, die verboten sind. Zu Hause nicht machen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Durcharbeiten und viel Spaß beim Sporteln. Ich erkläre euch die Sportwoche daheim, auch dann auf einen eigenen Kanal. Es geht darum, möglichst brav zu sporteln und wenn du Lust hast, tragst deine Werte auch in die Tabelle ein. Und es geht darum, schaffen wir als ganze Gruppe relativ viele Kilometer mit dem Rad, beim Laufen, viele Sekunden Plank und alle anderen Bewerbe. Gut, viel Spaß beim Sporteln und viel Spaß in der Physik. Ja? Wir sind noch immer in der Physik.